Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mit Manu in Oberstenfeld. Wir machen eine frühe Runde, ich habe heute frei. Und ich bin heute nochmal auf dem Pivot Switchblade unterwegs. Seht ihr da vor Manu seinem Bus stehen. Und ich habe das heute mal ein bisschen getuned. Und zwar habe ich meine Carbonlaufräder aus dem Firebird 29 eingebaut. Das ist nämlich gerade Gabel und Dämpfer im Service. Haben ein paar von euch vielleicht auf Instagram gesehen. Und deshalb habe ich da die Carbonlaufräder gerade stehen und habe gedacht, ich baue die da einfach mal ein. Und ich will heute so einen kleinen Vergleich machen, Carbonlaufräder versus Alulaufräder. Ich habe auch die zwei Originallaufräder aus dem Rad dabei von DT Swiss. Und ich habe gestern die einzelnen Laufräder mal gewogen. Und das ist echt krass, mit Carbonlaufräder ist das Rad sogar 100 Gramm schwerer. Jetzt fragt ihr euch, hey, warum? Kann eigentlich nicht sein, Carbon ist normal immer leichter. Das liegt einmal dran, dass die Reynolds Carbonlaufräder halt erstens mal nicht die leichtesten Carbonlaufräder sind und ich auch hier auf meinem Laufradsatz breitere Reifen drauf habe, also da sind 2,6er Reifen drauf und Serie sind auf dem Switchblade 2,4er Reifen von Maxxis. Und dann kann es sein, dass Bremsscheiben und Kassette noch einen kleinen Unterschied haben. Auf dem Originallaufradsatz ist normalerweise die neue XT-Kassette drauf, 12-fach. Hier jetzt eine XX1 und von den Bremsscheiben ist es noch ein bisschen unterschiedlich. Aber ich will heute eher mal nicht so auf die Technik eingehen, sondern eher auf das Fahrgefühl auf dem Trail. Ich bin letzte Woche das Rad mit den Alulaufrädern gefahren. Bin jetzt mal gespannt, was für einen Unterschied ich zu den Carbonlaufrädern merke. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf den Trail und am Ende gibt es ein kleines Fazit für euch. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Video. Es geht auf den Trail und viel Spaß euch, wie immer. Let's go! So, erste Abfahrt. Wir fahren den Krugeichen-Trail. Und hier ist es ziemlich dunkel. Also, wow, was quietscht so. Ich bin mit meinen Carbonlaufrädern unterwegs. Also, ich war... Boah, shit. Sehr gut, bei mir schon. Aber egal. So. Zweiter Trail mit Carbonlaufrädern. Irgendwie quietscht die Bremse vorne ein bisschen überfüllt. Deshalb quietscht es irgendwie ganz komisch. Fahr gleich weiter. Weiter? Ja, ja. Okay. Ich war schon mal kurz die Socken rein. Ja, die Bremse vorne ist ein bisschen überfüllt, weil wir da für den Matze das umgeschraubt haben, für das Testvideo von dem Rad, weil der englische Variante an Bremsen fährt, so wie beim Motorrad. Also der hat die Vorderbremse rechts und die Hinterbremse links. Und
Wir haben halt nur umgeschraubt und nicht entlüftet. Deshalb quietscht es jetzt so komisch. Aber naja. Hui. Also, bei Carbonlaufrädern ist man deutlich aktiver fahren. Deutlich steifer das Rad jetzt. Kann in die Kurven viel mehr reinhalten, weil das Hinterrad einfach nicht so flext. Kann man richtig reinscheppern in die Kurven, richtig reindrücken. Bin ich von meinem Firebird so gewohnt. Fährt sich auch hier wieder richtig geil. Und ja, wir fahren jetzt zum nächsten Trail hoch. Bis gleich. Juhu! Scheiß Bremse. Geil. Manu is sending it. Wow. Oh, das ist auch eine geile Line eigentlich. Wow, Manu gibt Gas. Alter. Leider im Wald irgendwie bei der Kamera die Aufnahme abgeschmiert, beziehungsweise das war alles komplett unscharf und ich weiß nicht, da war irgendwas falsch an der Kamera eingestellt. Aber deshalb melde ich mich jetzt hier von zu Hause nochmal zu einem kleinen Fazit. Mein Firebird hängt hier im Hintergrund, wie ihr seht, komplett auseinandergebaut. Da habe ich den DW-Link komplett zerlegt, das liegt alles da drüben auf der Werkbank. Mein Dämpfer ist noch nicht zurück, die Gabel, seht ihr, ist schon wieder eingebaut, die ist schon wieder zurück von Fox. Der Dämpfer ist im Versand, also ich hoffe, ich kriege den die nächsten Tage, dass ich endlich wieder das Teil hier fahren kann. Ja, genau, ein kleines Fazit zu den Carbon-Laufrädern. Ihr seht sie hier nochmal aus meinem Firebird, die Reynolds Carbon-Laufräder. Ja, ihr habt einfach durch die Carbon-Laufräder ein viel steiferes Rad, weil die Carbon-Laufräder kein Flex haben, so wie die Alu-Laufräder. Also die Alu-Laufräder, wenn ihr selber welche fahrt, wisst ihr das wahrscheinlich, dass die in den Kurven einfach flexen und das habt ihr bei den Carbon-Laufrädern einfach fast gar nicht. Deshalb wird das Rad im Gesamten einfach viel steifer und dadurch müsst ihr auch einfach aktiver fahren. Aber man hat dann natürlich auch bessere Kontrolle, finde ich, übers Rad. Also man kann das Rad in Kurven reindrücken und da einfach mehr Power aufs Hinterrad geben und das Fahrrad macht eher das, was ich will und arbeitet nicht so viel selber.
finde ich selber ziemlich positiv. Also macht mir richtig Spaß, weil ich dann einfach Kontrolle drüber habe, was das Fahrrad macht. Das finde ich allgemein beim Fahrradfahren echt wichtig, dass ich entscheide, was das Rad macht und nicht das Rad selber entscheidet, was es macht. Und genau, da hat man einfach den Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, den kann man aber bei Alulaufrädern auch haben. Das hat der Nico jetzt sich zum Beispiel geholt, sind einfach breite Laufräder. Dadurch habt ihr, baut der Reifen auch ziemlich breit auf der Felge auf und dadurch hat er einen besseren Grip, weil er einfach auf der Felge breiter aufbaut und ihr eine breitere Lauffläche im Prinzip habt. Genau, das ist ein weiterer Vorteil von meinen Carbon-Laufrädern jetzt. Ich habe hier mein Hinterrad hängen, kann euch das mal zeigen. Also ihr seht, das ist schon ordentlich breit, wenn das da so hängt. Genau, gewichtsmäßig habe ich ja am Anfang schon gesagt, bringt es bei meinen Laufrädern jetzt gar nicht so viel. Ich habe euch schon ein paar Faktoren gesagt, woran das vielleicht auch liegen könnte. Aber im Allgemeinen muss man schon sagen, dass Carbon-Laufräder eigentlich schon leichter sind als Alu-Laufräder und man da eigentlich schon einen Vorteil hat. Ich muss mal das Rad hier wieder aufräumen. Genau, und man da eigentlich schon einen Vorteil hat, gewichtstechnisch. Genau. Ja, ich würde sagen, vielen Dank an Manu, der mich da mal noch ein bisschen von außen gefilmt hat, von außen ein paar Shots von mir gemacht hat, mega geil. Dann seht ihr auch mal mich ein bisschen von außen fahren und habt gesehen, wie ich das Teil mal ein bisschen hernehme, das Switchblade. Genau, ein richtig cooles Rad, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Falls ihr das Testvideo vom Switchblade noch nicht gesehen habt, dann schaut ein Video davor. Da haben wir das Teil mal getestet und ich habe richtig schön von außen gefilmt und der Matze hat euch auch ein bisschen was zum Rad erzählt. Und genau, ich würde sagen, das war's jetzt von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Carbon versus Alu, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.